Ist mir jetzt aber auch egal. Dann muss das Herrchen halt mit Vote das nächste Mal gehen. Es kann auch sein, dass er vorhin vielleicht auch schon gemacht hat, wo ich das erste Mal draußen war, ich es nur nicht gesehen habe, aber eigentlich nicht. Oder sie hat heute einfach mal wieder ihre Phase. Kann auch sein. Sie hat nämlich so Tage, da will sie einfach nicht. Da ist ihr das herzlich egal. Gut. Dann suchen wir einmal kurz nach den Scherben hier in der Scherben. Oh, Windätherquellen in dieser Gegend. Aber nur die, die in der Nähe sind. Also die hier hinten waren. Ungefähr. Dann machen wir auch gleich Flux die Hauptstory weiter. Aber so ein bisschen Vorarbeit möchte ich halt leisten. Damit ich nicht ganz so viel zu tun habe. Da! Ich wollte schon fragen, wo geht's denn hier bitte? Noch lang! Okay, könnte sein, dass es dann entweder da oben ist. Oder dahinter vielleicht sogar. Jetzt? Okay. Der Elefant tanzt. Müsste ich dafür hin? Da, nee. Das ist das Pferd. Da unten. Aber da komme ich, glaube ich, noch nicht hin. Da komme ich, glaube ich, erst hin, wenn die Story dahin führt. Das heißt, es war eine kurze Suche.
So. Naja, haben wir uns nur so eine Quest schon wieder fertig. Ist auch nicht verkehrt. Ich finde Ätherquelle. So, unsere Hauptstory. Boah, 3 Stück in dem Gebiet. Der Mond wäre echt die bessere Wahl gewesen zum Fertigmachen. Vollständig gut. Im Namen Tavernias danke ich abermals für eure Unterstützung bei dieser Mission. Wie ich bereits erklärte, wird euch ein Bote in den Norden der Insel bringen. Dort erstreckt sich ein weitläufiger Wald, den wir Vanaspati nennen. Früher war er das Zentrum bedeutender Zeremonien und Rituale. Auch heute finden sich dort noch zahlreiche Siedlungen und Tempel, die sich gänzlich der Anbetung unserer Götter verschrieben haben. Brutra, der mit verbündete Drache, ist gemeinsam mit dem Himmelsheer bereits tief in Vanaspati eingedrungen. Sie versuchen, den Bestien Herr zu werden und insbesondere der Besonders der gewaltigen Blasphemität Einhalt zu gebieten. Ich bitte euch inständig, steht ihnen zur Seite. Ja, aber die sprechen das I doch gar nicht aus. Vutra sagen sie doch, nicht Vitra. Oder? Die sprechen das I, gar kein I. Sondern machen das Vutra. Also ich meine, sie sagen kein I. Vutra. Es klingt, als wäre ein I, ne? Also würden sie ein I sprechen, aber ich meine, da ist kein I. Weil sonst würde es ja Vitra heißen. Und Vitra ist ja ein Zauber und nicht der Name. Vutra. Also ich sag weiterhin Vutra. So wie ich es höre. Weiß nicht, vielleicht höre ich auch anders, aber. Das ist auch wie Vutra. Wir werden es in der nächsten Cutscene sehen. Ja, selbst die Synchronsprecher sind ja immer unterschiedlich, wie sie das aussprechen. Aber ich meine, die meisten sagen Vutra. Das meinst du mit 20 Sekunden? Okay. Juhu! Ich hab das schon angemeldet. Hat das schon angemeldet. Sag mal. Warten muss ich dennoch. Ich könnte noch mit den Typis hier reingehen. Wird schneller gehen.
Oh, es fehlt mir noch ein Tank. Ein Tanky fehlt noch. Oh, ich glaube, da ist jemand in der zweiten Inni. Der scheint in der zweiten Inni zu sein. Ja, du wirst es bereuen. Aber vielleicht hast du ja nachher auch Glück. Gleich kommst du ja heute recht schnell rein. Bei einem aus der Gilde war die Warteliste für nur bis 1000. Also ich glaube bis 1600. Aber vielleicht klappt es ja. Viel Spaß im Glück. Ich werde mich jetzt hier in der Inni austoben. Oh. Ich freue mich drauf. Ich habe zwar Schiss, aber ich freue mich drauf. Ei, ei, ei. Ué.
Oh, Gott sei Dank rausgekommen. Sehr schön. Oh yeah. Was Nummer Uno. Bist du hässlich. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass gleich was passiert. So sicher war. Das Viech erinnert eher an irgendwas aus Resident Evil. Nein, 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 nein. Oh Gott. Autsch. Ach, wahrscheinlich. Ah, okay. Okay, ich hab verstanden. Dahin, wo kein Text steht, da muss man dann hin. Also, wo nur Punkt, Punkt, Punkt steht. Okay. Ja gut, wenn man es weiß, ist es easy. Da jetzt wahrscheinlich wieder. Das heißt, da und da würde man hingehen. Aber da eben nicht. Dahin. Das war auch Glückssache, ne? Hey, wir können es schaffen! Ich werde aber auch bleiben können. Der Tank macht, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Da war hier schon drin. Oder? Und er weiß einfach nur, wie es geht. Gut, 86. Kann. Ja, doch. Mit dem Schnitter. Der war hier bestimmt schon dran. Alter, ein Take und ein DD schaffen es, dieses Viech zu töten, ey. Gut, was ist fürs nächste Mal? Ja, da wäre jetzt auch wieder frei. Mich hat, glaube ich, dieser zweite Ring da getötet. Um den Mund rum.
Okay. Es wimmelt von Bestien. Nehmt euch in Acht. Okay, brauche ich beides nicht. War eine kurze Mithilfe. So wie das die anderen zwei Dinger besser laufen. Ich kann mir vorstellen, dass da halt auch das erste Mal drin ist. Ich hab's befürchtet. Scheiße. War echt grausam. Das ist richtig, richtig grausam. Das nächste Viech.
Ich weiß nicht, ob man da rein soll, aber. Okay. Ja. Ich bin sowieso nicht gestorben, also. Das schon. Ah, ich glaube, man. Da sollte man dann, glaube ich, da rein, ne? Ja, sauber. Ich glaube, der Tank war drin. Ich bin nicht an. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich verstehe zwar nicht, warum er erst nicht rein wurde, aber naja. Hat auch geklappt. Also. Da kommt gleich der Boss, huh? Der letzte. Ich befürchte, was es sein könnte. Well. Für dich.
Bahn. Nett. Hi. Teilchen. Hm? Oh. Autsch. Hätte man dann doch in einem roten stehen bleiben müssen? Und dann wieder auf seine Dinger da achten. Ich befürchte es fast. Das war mal eine Frage auch. Kann ich wissen. Nein. Oh, ich ahne Schreckliches. Autsch. Oh Gott. Aua. Okay. Ich glaube, das kann dauern.
Das, ja. Oh Gott. Mockingkampf wird schon nicht. So weit, so gut. Jetzt aufpassen. Okay. Lass mich da weg. Ich könnte meinen jetzt einmal bitte. Also ja, und ich habe die gleiche Sterbequote. Ach ja.
nur, bitte schafft's, ich will das nicht nochmal machen. Sieht das eigentlich aus? Hübsch. Den Göttern. Was ist los? Da lag die Blasphemität. Und nun ist sie verschwunden, habe ich recht? Hast du... Sag bloß, du konntest sie nicht sehen. Diese Bestie, so wie alle anderen, die sich verwandelt haben. Ich kann sie sehen, weil ich sie nicht sehen kann. Hä? Sie haben keinen Äther. In meinen Augen erscheinen sie als blinder Fleck. Was hat das zu bedeuten? Erinnert euch an die Worte des Mondwächters. Die Alten erkannten, dass der Verfall des Gestirns dort seinen Anfang nahm, wo der Kreislauf des Astralstroms gestört war. Und nun habe ich die Bestätigung für meine Vermutung. Sobald sich eine Person in eines dieser Ungetüme verwandelt, vermisst ihr Äther. Das betrifft natürlich nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Es bleibt nichts zurück, gar nichts. Aber trotzdem haben die Bestien und auch die Blasphemität noch gesprochen. Irgendwo in ihnen muss noch ihr altes Ich stecken. Richtig. Bis alles restlos verrottet ist. Aber auch das ist kaum mehr als ein flüchtiger Schatten ihrer selbst. Das ist ja... Eine Heilung ist also ausgeschlossen? Zumindest mit den uns bekannten Methoden. Allerdings... Nein, es kann gar keine geben. Man kann nichts heilen, was restlos verschwunden ist, was zu nichts geworden ist. Und keine Seele in den Sternengrund zurückkehren kann. Die Bestien marschieren unaufhaltsam weiter. Ich hegte die Hoffnung, dass mit dem Sturz des falschen Götzen auch der übrigen Schar Einhalt geboten wird. Sie sind doch alle Kinder Tafnirs. Und diese Fänge sind den Geschmack ihres Blutes leid.
Was für ein Glück. Ihr seid alle unverletzt. Darf Rhythra so gesehen werden? Keine Sorge. Sie alle sind enge Vertraute und wissen um seine Identität. Aber dieses Geheimnis muss nun ohnehin gelüftet werden. Ehrenwerter Rhythra, bei allem Respekt, dieser fortdauernde Albtraum füllt Razzatan mit Schreien der Angst und Klagelauten. Die Stadt braucht einen starken Magistrat. Ich bitte euch, gebt euch zu erkennen und breitet die Flügel schützend über eurem Volk aus. Welch Torheit, Ahevan. Allein die Furcht lässt dich so närrisch denken. Inmitten dieser Tragödie nun auch noch zu enthüllen, dass selbst der Magistrat eine Bestie ist, das würde die Herzen der Leute nur noch tiefer ins Chaos stürzen. Ich verbleibe weiterhin der Drache an der Seite des Magistrats. Und du verbleibst der Magistrat selbst, der sich unter die Leute mischt und sie mit kühlem Kopf und weisen Worten zu beruhigen weiß. Ich bitte euch, helft Ahevan. Findet heraus, was hier vor sich geht. Findet heraus, wie dem beizukommen ist. Hey, hoher Drache. Nimm mich mit. Das Kämpfen in luftigen Höhen ist eines meiner zahlreichen Talente. Hast du nicht zugehört? Ihr sollt Ahevan assistieren. Die Bestien hier vermag ich auch allein unter Kontrolle zu halten. Bestien, fahren! Eine Kontaktperle des Bundes, der du so konsequent zu entgehen versuchst. Aber wir müssen uns irgendwie mit Rhythra verständigen können, oder nicht? Es geht am einfachsten, wenn du samt Kontakt... Da hörst du es. Widerstand ist zwecklos, ehrenwerter Magistrat. Ich werde jedoch keine Rücksicht walten lassen. Steig auf meinen Rücken, wenn du meinst, dich festhalten zu können. Schon verstanden, Herr Magistrat. Der Drache, den ich nicht reiten kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Und jetzt holen wir uns den Himmel zurück. Ehrenwerter Rhythra bereits sagte, so hoffe ich, dass sie uns weiterhin unterstützt. Die Lage muss unter Kontrolle gebracht werden. Aber selbstverständlich. Genau deswegen sind wir doch hier. Abermals stehe ich in eurer Schuld. Lasst uns fürs Erste nach Razzatan zurückkehren. Ja, ja, ja. Bald 86. Ja, redest du nochmal, oder? Ah, ich erhielt Kunden aus Razzatan. Die Himmelsheere, das Himmelsheer konnte alle Bestien innerhalb der Stadtmauer niederringen. Allerdings wissen wir nicht, ob und wann weitere Verhandlungen stattfinden werden. Eine ganz und gar prekäre Situation. Es gäbe Rosin Brauner. Ne, 500 sind aber auch läppisch. Wie schön. Hm.
Der Schreckenszittern erzeuge. Okay, gut. Ich selbst kehre nun zum Megabuta-Tempel zurück. Dort werde ich mir Berichte aus alten Teilen Tavernias einholen und entsprechende Weisung geben, um die Lage bestmöglich Herr zu werden. Dann, in dem Fall werden auch wir den verhältnismäßig ruhigen Moment nutzen, um mehr über dieses Unglück in Erfahrung zu bringen. Der Stadt wird es genügend Leute geben, die die zahlreichen Verwandlungen mit eigenen Augen mit ansehen mussten. Besonders Zeugenaussagen über die Blasphemität wären sicherlich aufschlussreich. Scheint sie doch die erste gewesen zu sein. So tragisch der Vorfall auch ist, möglicherweise gelingt es uns, auf diesem Weg den Werdegang dieser schrecklichen Katastrophe nachzuvollziehen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt, ehe es zu neuerlichen Angriffen kommt. Daher schlage ich vor, dass wir uns aufteilen und in unterschiedlichen Teilen Rasatans umhören. Elisee und ich übernehmen die Gegend um Paxas Fahrt. Tankred und Stoda würde ich bitten, sich dem Dharma-Bezirk vorzunehmen. Oh. Darion Grat, hier bleiben du mit der Iteritenplatz und Arta. Sobald wir fertig sind, treffen wir uns vor dem Megaduta-Tempel. Dort können wir uns nicht verfehlen. Ich finde, der Name ist immer noch ein Zungenbrecher. Alter. Hi. Nun dann, wollen wir uns an die Arbeit machen. Der Ahrtal ist der Bezirk, in dem auch der Tigel und Alchemia beheimatet ist. Dort, wo wir die Seelenwächter hielten. Das ist noch gar nicht lange her, und doch. Wie dem auch sei, wollen wir dort beginnen? Ein Mann namens Nuhadin hat sich meiner angenommen, als ich die Talismane abgeholt habe. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er der Leiter der Städte. Sicherlich wird er unserer Bitte nachkommen. Okay. Denn auf und davon. Aber ich kann einmal kurz reparieren gehen. Bin gerade so oft gestorben, ich glaube, das wäre nötig. Bisschen jedenfalls. Ah ja, an diese roten Augen erinnere ich mich. Der Herr war kürzlich hier, um die Seelenwächter für einen gewissen Bund am Morgenrot abzuholen, wenn ich mich recht entsinne. Euer Anliegen muss dringlich sein, wenn ihr mich in dieser Stunde der Not aufsucht. Das ist es in der Tat. Auf Geist des Magistrats versuchen wir, mehr über die Ursache dieser Katastrophe in Erfahrung zu bringen. Ihr habt nicht zufällig die Größe der Bestie mit eigenen Augen gesehen? Die Blasphemität? Unglücklicherweise habe ich das. Gestern Abend, als ich gerade hier im Tigel meiner Arbeit nachging, wurde die Stadt von einem entsetzlich lauten Grollen erschüttert. Es würde mich nicht wundern, wenn es auf der ganzen Insel zu hören war. Es fiel mir schwer, mich von meiner Alchemie loszureißen. Aber letztlich trat ich doch nach draußen, nach der Ursache dieses Getöses zu sehen. Als erstes fiel mir der Iterit ins Auge. In der Spitze schien wie üblich das Rot des Himmels zu spiegeln, obwohl die Abendsonne längst untergegangen war. Gleich darauf erschrak mich ein gellender Schrei aus der Richtung des Balsan-Bazars. Kaum, dass ich meinen Blick nach rechts wandte, starrte mich der schaurige Schädel eines gewaltigen Ungeheuers entgegen. Direkt aus einer Passage oberst sich heraus. Es grenzte an ein Wunder, dass es mit diesem enormen Körper überhaupt durch den Bazar kriechen konnte. Einige Streiter des Himmelsheers eilten ihm entgegen, um es zu stellen. Doch mit einem einzigen Streich wurden sie beiseite geschleudert. Kein Wimperschlag später erhob sich das Ungeheuer dann in die Lüfte, gefolgt von zahlreichen anderen Bestien. Die Blasphemität kam also aus dem Bazar. Hab Dank, das sind wertvolle Informationen.
Weiter wollen wir euch auch gar nicht beanspruchen. Damit steht unser nächstes Ziel fest, nicht wahr? Auf zum Bazar. Wo ist der Bazar? Ach, da. Das lese ich wiederum nicht vor. Überfliege es nur. So wie ich es immer mache. Der letzte. Okay. Und jetzt einmal auf zum Zielort. Aus den Aussagen der drei Händler lässt sich schließen, dass die Verwandlung der Blasphemität nicht auf dem Bazar geschehen ist. Nein, glauben wir unseren Zeugen, muss sie genau hier vorbeigekommen und die Westpassage eingedrungen sein, auf dem Weg zum Eteritenplatz. Unsere Nachforschungen führen uns also in den hinteren Bereich. Mir ist vorhin ein Schild ins Auge gefallen. Dort liegt eine Gaststätte namens Merides Meian. Sehen wir uns in dieser Meian noch einmal um. Stimmt, ich habe hier... das beide aber nochmal. Für meinen Reaper. Ein riesiges Ungeheuer, sagt ihr? Eines mit endlosen vielen Mäulern? Vielleicht. Ja, das habe ich gesehen. Mit meinen eigenen Augen sah ich, wie es sich verwandelte. Hinten am Fenster saß ein Grüppchen... welchender Händler, wisst ihr? Zumindest kamen sie mir wie Händler vor. Ganz normale Leute, dachte ich. Einer, und ich glaube, es war ihr Meister, dem ging es gar nicht gut. Hielt seinen Kopf in den Händen und sah ganz elend aus. Er tat mir leid, deswegen weilte mein Blick länger auf ihm. Bis plötzlich seltsamer schwarzer Rauch von ihm aufzusteigen begann. Ich hatte kaum Zeit, mich darüber zu wundern, da quoll sein ganzer Körper auch schon auf und er verformte sich zu einer Abscheulichkeit, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Einige andere Gäste haben geschrien, glaube ich. So ganz spielt mein Gedächtnis nicht mit. Verzeiht, dann war da mehr schwarzer Rauch und noch mehr Bestien. Das muss ein fürchterlicher Anblick gewesen sein. Wer dieser Händler war, das wisst ihr aber nicht. Leider nein. Ich bin Maler, daher habe ich mit dem Handelsvolk kaum etwas zu tun. Aber Milel hat mit ihm gesprochen. Daran erinnere ich mich ganz genau. Sie ist eine Bedienung hier in der Mejane. Mejane? Mejane? Wie auch immer. Zumindest ist die Ordnung wieder halbwegs hergestellt, auch wenn die Gäste wohl noch eine ganze Weile ausbleiben werden. Ein gigantisches Ungeheuer? Ihr meint eben jenes, das das Himmelsheer als Blasphemität bezeichnet, nicht wahr?
Das habe ich gesehen, ja. Ich stand an der Theke und war gerade dabei, Tablett mit einer Bestellung von Myride entgegenzunehmen. Da klang hinter mir ein ganz seltsames Geräusch. Ein Brüllen oder doch mehr ein Knurren? Ich weiß nicht recht. Höchst ungewöhnlich jedenfalls. Als ich mich umdrehte, stand schwarzer Nebel in der Luft, der sich aber so plötzlich verzog, wie er gekommen war. Dahinter kam dieses abscheuliche Wesen zum Vorschein. Dann brach das ganze Chaos los. Ich wage gar nicht, mich an Einzelheiten zu erinnern. Wir hatten großes Glück, dass sich das ganze Unheil sofort da draußen verzogen hat. Da fiel mir dann der blutrote Himmel auf. Mich packte eine derartig heftige Panik. Ich hätte beinahe das Bewusstsein verloren. Wenn wir uns nicht alle gegenseitig aneinander geklammert hätten, wäre ich zweifellos zu Boden gegangen. Verzeiht aber, die Bestie tauchte auf, bevor der Himmel rot wurde? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich stand an der Theke und musste mich umdrehen, richtig? Von hier aus blickte man direkt auf den Himmel. Wäre er schon rot gewesen, als die Bestie aufgetaucht ist, dann hätte ich das auf jeden Fall bemerkt. Okay. Oh, herzlich willkommen. Seid ihr Gäste? Ich fürchte nicht, nein. Ihr seid Milel, ne? Ihr bedient hier in der Mian. Wir sind auf Geheiß des Magistrats hier, um den Vorfall des gestrigen Abends genauer zu untersuchen. Sagt, kanntet ihr den Händler, der sich in die enorme Bestie verwandelte? Nun, ein wenig ja. War ein unserer Stammkunden. Kalsal, das war sein Name. Er führte ein Handelshaus, soweit ich weiß. Stimmt, das hatte der Typ, die da am Ende auch gesagt. Das war Kalsal. Stimmt, den kennen wir doch eigentlich auch vom Namen her zumindest. Der Name taucht in eurem Bericht auf, oder nicht? Als ihr das erste Mal nach Tavnir gereist seid. Wenn ich mich recht entsinne, war er Meister eines Handelshauses in Gildilmat. Durch ihn seid ihr auf den Fischer Matzia gestoßen, nicht wahr? Matzia gestoßen, so. Eben jener Kaisal, ja, soweit ich weiß. Ach, das war der, der sich da mit dieser einen Frau in einem Haus unterhalten hatte und der das Elefantenwesen da weggescheucht hatte. Beziehungsweise nicht gehört hatte. Weil der da ja nur seinen Fisch verkaufen wollte und eine Frage hatte oder sowas. Stimmt, ich erinnere mich. Größtenteils in Gildilmat ab. Das plötzliche Auftauchen des Turms hat seine ausländischen Kontakte aber wohl stark verunsichert. Der Handel ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Damit natürlich auch sein Einkommen. Selbst als der Turm verschwunden war, sah es leider überhaupt nicht gut für ihn aus. Der Bürgerkrieg in Galamad ließ die Käufer in Übersee weiterhin ausbleiben. Die Lage war einfach zu instabil für blühenden Handel. Mehr und mehr Kontakte zogen sich zurück, hat er mir im Vertrauen erzählt. Das muss ein harter Schlag für ihn gewesen sein. Gerade als Verantwortlicher für ein ganzes Handelshaus. Oh, das war's. Gestern hörte ich ihn und einige seiner engsten Vertrauten darüber sprechen, wie sie die Existenzen der vielen Arbeiter, Handwerker und kleineren Zulieferer hier in Tavnir gewährleisten können, trotz der schlechten Zeiten. Aber sonderlich weit schienen sie mit ihren Überlegungen nicht zu kommen. Er tat mir aufrichtig leid, wie er mutlos über seinem Getränk gehangen und vergeblich nach Lösungen gesucht hat, bis er... Ist schon gut. Diese Erinnerungen wollen wir wirklich nicht wieder aufleben lassen. Nur eine Nachfrage hätte ich noch, wenn ihr gestattet. Ist euch etwas Ungewöhnliches an Kaisai aufgefallen, bevor er sich verwandelte? Bitte versteht, wir wollen herausfinden, weshalb er gerade zu dieser Blasphemität wurde, die ja doch ein weitaus stärkeres Ungeheuer als alle anderen war. Es tut mir leid, aber das Einzige, was mir auffiel, war seine Stimmung. So verzweifelt hatte ich ihn noch nie erlebt. Er hat keinerlei Familie, das hat er mir vor einer Weile selbst erzählt. Und alle, die in dieser Nacht bei ihm waren, seine engsten Freunde also, haben sie selbst verwandelt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass seine Nachbarn mehr über diese Umstände wissen. Ich kann euch leider nicht sagen, wo er genau wohnt, doch eine grobe Vorstellung habe ich, wenn euch das helfen würde. Ein wenig, ja. Ein klitzekleines wenig.